Ja, eine immer wieder auftretende Frage ist ja die Frage nach der idealen oder auch nach der richtigen Unternehmensgröße für die pauschal dotierte Unterstützungskasse. Wenn man sich das mal so in der Historie anschaut, ist ja die pauschal dotierte Unterstützungskasse vor allem verwurzelt, vor allem beheimatet in den Großunternehmen, in der Großindustrie, bei großen, zwischenzeitlich sehr großen Markenartikelherstellern bis hin zu Privatbanken, die in der Zwischenzeit die pauschal dotierte Unterstützungskasse auch für die eigenen Unternehmenskunden geöffnet haben. Die ideale Betriebsgröße gibt es sicher nicht. Eine Minimumgröße von 5 Mitarbeitern sollte im Idealfall bestehen. Nach oben ist es offen. Es gibt Unternehmen mit weit mehr als vierstelliger Mitarbeiterzahl und weit mehr als fünfstelliger Mitarbeiterzahl. Für alle ist die pauschal dotierte Unterstützungskasse geeignet. Für alle, die diese Effekte erzielen wollen, Mitarbeiterbindung, Vorteile bei der Mitarbeitergewinnung, Bankenunabhängigkeit, zunehmende Liquiditätsreserven und wachsende Bankenunabhängigkeit und natürlich auch Unabhängigkeit von Versicherungen, von Staatspapieren, den ganzen damit zusammenhängenden Haftungsfragen. Egal wie groß die Größe ist, es muss auf jeden Fall individuell zugeschnitten werden auf das eigene Unternehmen, auf das jeweilige Unternehmen, auf die Bedürfnisse und auf die Anforderungen im Unternehmen. Und das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Hier bedarf es einer sauberen arbeitsrechtlichen Begleitung, hier bedarf es einer sauberen rechtlichen, vertraglichen Flankierung und entsprechenden Erfahrung. Wichtig als Größe des Unternehmens in der Unterstützungskasse ist vor allem die Größe der Verwaltungsgesellschaft, der Administratoren und Verwalter, die dahinter stehen. Hier soll doch jede Position mindestens doppelt besetzt sein, sollte entsprechend langjährige Erfahrung sein und sollen auch die entsprechenden Berufsträger vorhanden sein. Immerhin geht es hier um ein Thema, das einen 40, 50, 60 und mehr Jahre begleitet, je nachdem, wie lange das Unternehmen läuft. Und es ist doch eine sehr lange Zeit und hier sollte auch Beständigkeit im Partner vorliegen. Ein kleines Unternehmen, das vielleicht nur 4 oder 5 Mitarbeiter hat, das aber gute Löhne hat in einem Bereich IT, Ingenieursbereich oder anderen Bereichen, wo Mitarbeiter viel gekämpft wird, kann eine ideale Größe sein, vor allem wenn es dann wächst. Ein Unternehmen, das nur 2 Mitarbeiter hat, tendenziell schon immer 2 Mitarbeiter gehabt hat, nie mehr als 2 Mitarbeiter haben wird und das vielleicht auch irgendwann einfach liquidiert, einfach ausstirbt, einfach aufgelöst wird, ist sicher weniger gute Zielgruppe, aber auch hier wäre es theoretisch möglich, interessant, vor allem weil es interessanterweise oft um Renten geht. Manche Unternehmen wollen auch Kapital zusagen, aber gerade bei Renten ist natürlich auch ein gewisses Kollektiv notwendig, um hier wirklich nahe an der tatsächlichen Lebenserwartung zu sein. Also wie gesagt, pauschal dotierte Unterstützungskasse aus meiner Sicht wirklich für jedes Unternehmen geeignet. Das Entscheidende ist immer, dass der Unternehmer versteht, was er tut, dass der Unternehmer die Vorteile versteht und dass der Unternehmer die Vorteile nutzen kann.